Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Schon länger haben wir in der Sache um Felipe Massa nichts mehr gehört. Wenn ihr euch erinnert, liegt unsere letzte Berichterstattung zu dem Skandal vom Singapur-Rennen 2008 schon einige Monate zurück. Nun gibt es Neuigkeiten, denn er hat nun das wahrgemacht, was er im letzten Jahr nämlich angekündigt hatte: offiziell Klage einzureichen. Darüber berichten wir außerdem auch über Ralf Schumacher, der in einem neuerlichen Interview noch einmal in der Causa Christian Horner ordentlich nachgelegt hat und vor allem auch, Zitat, sich und seine Familie als Opfer darstellt. Damit meint er natürlich Christian Horner. Und das lässt natürlich erahnen, das sind keine positiven Worte, die der ehemalige Formel-1-Pilot da von sich gab. Und wir blicken am Rande auch noch auf das nächste Rennen in Australien. Und wenn wir schon über Ferrari sprechen, wie im Falle von Felipe Massa, dann geht es natürlich auch in diesem Fall darum, kann Carlos Sainz in knapp 2 Wochen wieder im Cockpit sitzen oder wird er erneut vertreten werden von dem Mann, der ja wirklich ins kalte Wasser geworfen wurde und am Ende sensationell Siebter wurde. Die Einzelheiten dazu jetzt. Ja, man könnte meinen, heute wäre der 1. April oder auch schon im letzten Jahr, als wir nämlich erstmals im Sommer darüber berichtet hatten, dass Felipe Massa tatsächlich beabsichtigte, Klage gegen die Wertung des Jahres 2008 einzulegen. Und jetzt ist es keine Fantasie, es ist keine Option, sondern es ist tatsächlich Realität. Denn Felipe Massa ist nun jetzt in den nächsten Schritt dieser ganzen Causa um dieses Skandalrennen von Singapur 2008 getreten. Er spricht davon, dass er Gerechtigkeit gerade auch für die verlorene Formel 1 Weltmeisterschaft 2008 erreichen will. Und hat am gestrigen Montag nun offiziell bei der King's Bench Division des Londoner High Courts in Großbritannien tatsächlich Klage eingereicht. Und die Gegner, die er da auf der anderen Seite des Tisches dann in den nächsten Monaten zu sehen bekommt, das sind ordentliche. Denn die Klage ist nicht nur gegen eine Person gerichtet oder gegen eine Institution, sondern gleich gegen 3 insgesamt. So wurde also offiziell Klage gegen das Formula One Management, aber auch gegen den Internationalen Automobilweltverband FIA und sogar gegen den früheren Formel 1-Boss Bernie Ecclestone eingereicht. Ja, und sein Ziel nach wie vor, er will im Nachgang zum Weltmeister des Jahres 2008 erklärt werden. Und selber sagt er, ich habe immer gesagt, dass ich bis zum Ende kämpfen werde. Da die FIA und die FOM beschlossen haben, nichts zu unternehmen, werden wir versuchen, diese historische Ungerechtigkeit vor Gericht zu korrigieren. Die Angelegenheit liegt jetzt bei den Anwälten und sie sind voll und ganz befugt, alles zu tun, was nötig ist, damit dem Sport Gerechtigkeit widerfährt. Also eine richtige Kampfansage vom Brasilianer. Und auch seine brasilianische Anwaltskanzlei, die er eben beauftragt habe, die hat nochmal nachgelegt in einer eigenen Erklärung, in der es nämlich heißt, Herr Massa beantragt die Feststellung, dass die FIA gegen ihr Reglement verstoßen hat, indem sie den Unfall von Nelson Piquet Jr. beim Großen Preis von Singapur 2008 nicht unverzüglich untersucht hat und dass Herr Massa bei ordnungsgemäßem Handeln in jenem Jahr die Fahrerwertung gewonnen hätte. Herr Massa fordert außerdem Schadensersatz für den erheblichen finanziellen Verlust, den er aufgrund des Versagens der FIA erlitten hat, an dem auch Herr Ecclestone und die FOM mitschuldig waren. Die Versuche, eine gütliche Einigung zu finden, waren erfolglos, sodass Herr Massa keine andere Wahl hatte, als rechtliche Schritte einzuleiten.
Ja, konkret geht es ja eben auch vor allem um eben dieses Skandalrennen von Singapur 2008. Aber endgültig verloren hat er den WM-Titel beim letzten Rennen in Brasilien, ganz knapp gegen Lewis Hamilton, als der ausgerechnet in der letzten Runde Timo Glock im Toyota überholte und dann eben den wichtigen Platz, den er da für den Gewinn der Weltmeisterschaft benötigt hatte, erzielen konnte. Und so verlor also Felipe Massa hauchdünn gerade diesen WM-Titel. Konkret geht es ja bei dieser ganzen rechtlichen Auseinandersetzung um dieses Skandalrennen, um Singapur 2008. Und das Rennen, wie wir ja schon seit vielen Jahren wissen, wurde ja von Renault manipuliert, damit Fernando Alonso damit zum Sieg verholfen wurde, was ja dann hinterher ja auch gelang. Konkret ging es ja darum, dass Nelson Piquet Jr. unter anderem vom damaligen Renault-Teamchef Flavio Briatore angewiesen wurde, einen absichtlich herbeigeführten Crash zu verursachen, damit dadurch eine Safety-Car-Phase ausgelöst wird. Ja, und gerade durch diese Safety-Car-Phase kam ja auch unter anderem Felipe Massa nämlich an die Box. Und da gab es eine ordentliche Panne. Dieser Boxenstopp missglückte von Anfang bis Ende und sorgte dann wiederum dafür, dass Felipe Massa gänzlich aus den Punkten fiel, also keinen einzigen Zähler mit nach Hause nehmen konnte und damit eben nur Platz 13. Das war sein Ergebnis damals. Und Lewis Hamilton, der ja dann eben in Brasilien tatsächlich Weltmeister wurde, kam in diesem Skandalrennen auf Platz 3 und landete eben somit auf dem Podest. Die Argumentation seitens der Seite von Felipe Massa ist eben, wenn man Singapur aus der Wertung nehmen würde, dann wäre Lewis Hamilton eben nicht mehr Weltmeister, sondern Felipe Massa. Ja, und dieses ganze Thema, das ploppte ja erst im vergangenen Jahr auf, als es nämlich ein ziemlich bemerkenswertes Interview von Bernie Ecclestone beim Portal F1 Insider gab. Denn da gab er zu, eben schon damals während der Saison von diesem Betrug gewusst zu haben. Nicht nur er wusste darüber Bescheid, nein, auch der damalige FIA-Präsident Max Mosley. Und man hat eben auch erklärt, dass man bewusst nichts unternommen habe damals, um dem Sport nicht zu schaden. Und damals erklärte Bernie Ecclestone, wir hatten rechtzeitig genug die Infos, um der Sache nachzugehen. Laut den Statuten hätten wir das Rennen in Singapur unter diesen Bedingungen aber wohl annullieren müssen. Das heißt, für die WM-Wertung hätte es nie stattgefunden. Dann wäre Felipe Massa Weltmeister geworden und nicht Lewis Hamilton. Kurioserweise, einige Monate später, konnte sich dann allerdings Bernie Ecclestone gerade an diese Aussagen nicht mehr erinnern, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zugab und erklärte, ich kann mich an nichts davon erinnern, um ehrlich zu sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, das Interview gegeben zu haben. Der eigentliche Skandal selber wurde ja dann erst ein Jahr später, nämlich im Jahre 2009, offiziell bzw. bekannt. Und die Aussagen von Bernie Ecclestone waren für Felipe Massa eben auch gerade der Anlass, dieses Thema rechtlich einer Prüfung zu unterziehen. Und schon damals, also im letzten Jahr, erklärte eben Felipe Massa, er wolle Gerechtigkeit und hatte die FIA aufgefordert, eben zu diesem Vorgang Stellung zu beziehen. Und das Ganze unter Androhung von rechtlichen Konsequenzen. Ja, jetzt Klage einzureichen, was er eben nun am gestrigen Montag offiziell gemacht habe, wollte er eigentlich schon im letzten Sommer machen. Allerdings hörte man die vergangenen Monate zu dieser Angelegenheit nichts mehr. Jetzt also ist es offiziell Klage eingereicht gegen die FOM, gegen die FIA und gegen Bernie Ecclestone. Mal ein kleiner Programmhinweis in eigener Sache. Im letzten Herbst hatten wir darüber auch eine eigene Dokumentation produziert, in der wir alle Ereignisse und Geschehnisse der gesamten Saison 2008 aufgedeckt haben. Die Doku, die wir produziert haben, lässt zudem eben auch alle Menschen zu Wort kommen, die damals wie heute eine tragende Rolle in dieser Causa gespielt hatten. Und wir wollten dieser zentralen Frage nachgehen. Hat Felipe Massa wirklich den WM-Titel in Singapur 2008 verloren? Die ganze Doku gibt es natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal und auf champ1.de.
In einem dazugehörigen rund einstündigen Talk habe ich zudem auch noch mit dem Fachanwalt für Sportrecht Dr. Markus Schneider über die Erfolgsaussichten der Klage gesprochen und einen kleinen Ausschnitt davon zeigen wir euch hier nochmal. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, dass er hier Aussicht auf Erfolg hat. Die Angelegenheit ist fast 15 Jahre, liegt die zurück. Das ist das eine. Zum anderen, wir kommen da noch auf den einen oder anderen Punkt vielleicht genau. Das andere Problem ist, der Sachverhalt selbst war ja schon mal Gegenstand irgendwelcher Überprüfungen. Irgendwann ist es halt einfach fertig. Also das Recht, gerade das Zivilrecht, wir sind ja hier im Zivilrecht, da können wir vielleicht auch nochmal drauf kommen, wenn Sie möchten, aber es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz, der des Rechtsfriedens. Deswegen gibt es Verjährungsregeln. Also irgendwann sagt die Rechtsordnung, muss auch Schluss sein, man kann nicht das Leben lang noch irgendwelche Sachverhalte aufrollen. Und ich hätte hier am ehesten das Problem mit der Verjährungsfrist. Ja, und auch hier gibt es natürlich die ganze Doku in voller Länge hier auf unserem YouTube-Kanal und auf champone.de. Wir haben ja vor ein paar Augenblicken gehört, dass ja auch Schadensersatz geltend gemacht werden soll. Und mehreren Berichten zufolge will Felipe Massa einen Betrag zwischen 64 und 150 Millionen Pfund einklagen. Ja, und wenn wir schon gerade bei Ferrari sind, dann machen wir mal einen Sprung vom Jahre 2008 ins Jahr 2024, gehen also knapp 16 Jahre weiter und blicken nämlich auch mal kurz auf Carlos Sainz, der ja am vergangenen Wochenende ab dem dritten freien Training nicht mehr im Cockpit sitzen konnte, aufgrund einer diagnostizierten Blinddarmentzündung und er sich ja dann anschließend auch noch einer OP unterziehen musste. Für ihn einsprang der junge Brite, der 18-Jährige, der jüngste Ferrari-Pilot in der Geschichte, der auch im Rennen sensationell Siebter wurde und damit wertvolle 6 Punkte bei seinem Debüt für Ferrari und allgemein in der Formel 1 erzielen konnte. Und das war schon wirklich eine herausragende Leistung von Oliver Bearman, die er da am vergangenen Wochenende schon auch im Qualifying nämlich zeigte. Platz 11 nur ganz knapp um 36 Tausendstel den Sprung ins Q3 verpasst und konnte dann eben am Rennen in diesen 50 Runden zeigen, welches Talent wirklich in ihm steckt. Und so nervös und angespannt Vater David war, so ging eigentlich der Sohnemann wirklich sehr, sehr gut mit dieser doch sehr neuen Situation für ihn um und holte eben, wie ich schon sagte, sensationell Platz 7 und wurde von vielen Seiten aus gelobt. Von Charles Leclerc, der sich auch sicher war, dass er in die Formel 1 kommen werde und dass da wirklich viel Talent in ihm stecke. Er wurde auch fast schon geadelt von Lewis Hamilton und auch von George Russell und gerade bei Hamilton als 7-maliger Weltmeister, wenn er dir zu Platz 7 gratuliert, dann muss das schon eine Aussage sein. Ja, und Carlos Sainz, wir haben ja am Wochenende auch darüber berichtet, der musste nach den beiden freien Trainings am Donnerstag eben sich dann einer OP unterziehen. Er dachte selber erst, das wären ja Magenprobleme. Er dachte auch an eine mögliche Lebensmittelvergiftung. Und wie sich dann eben herausstellte, war es dann doch eine Spur dramatischer, nämlich eine Blinddarmentzündung und musste eben operiert werden. Er hat sich dann auch aus dem Krankenhaus mit einem Bild auf Instagram bei seinen Fans und den Formel 1-Zuschauern gemeldet. Und zur Überraschung vieler hat man ihn dann auch schon am Samstag tatsächlich wieder beim Rennen gesehen. Zwar ging er sehr, sehr langsam, also ziemlich vorsichtig, ja, so nach einer OP natürlich auch verständlich. Aber für viele war das auch nicht so ganz nachvollziehbar. Menschenskind, geht um deine Gesundheit. Was machst du jetzt hier eigentlich an der Strecke? Aber er wollte ein Zeichen setzen. Er wollte wirklich klar zum Ausdruck bringen, ihr könnt auf mich zählen und ich will so schnell wie möglich wieder im Cockpit sitzen. Ob das allerdings dann schon beim nächsten Grand Prix in Australien sein wird, das ist derzeit noch offen. Das soll erst in der kommenden Woche final entschieden werden. Aber Teamchef Frederic Vasseur, der zeigt sich dann doch ziemlich optimistisch, dass er dann auch beim dritten Saisonrennen wieder im Ferrari sitzen würde. Falls nicht, so ist jetzt auch schon klar, wäre Oliver Bearman auch nun da wieder gesetzt, sollte Carlos Sainz gesundheitlich noch nicht imstande sein, wieder im Cockpit zu sitzen.
Aber ich glaube, wir hätten alle nichts dagegen, nochmal Oliver Berman im Ferrari zu sehen. Wirklich tolle, großartige Leistungen. Und eines der wenigen Highlights, die dieser zweite Grand Prix des Jahres 2024 mit sich brachte. Ansonsten hatte das Rennen sehr wenig spannende, wenn man ehrlich ist, eigentlich gar keine wirklichen spannenden Momente. Ja, und so bleibt es natürlich dabei, dass abseits der Rennstrecke natürlich es deutlich spannender ist wie eben auf der Rennstrecke. Und das zeigt sich nicht nur eben jetzt daran, dass Felipe Massa nun offiziell Klage eingereicht hat, sondern dass auch der Fall um Christian Horner nach wie vor sein Ende noch nicht gefunden hat. Und vielmehr genau das Top-Thema in der Formel 1 bleibt. Einer, der sich zu dieser Causa in den letzten 4 Wochen mehrere Male geäußert hat, das war vor allem Ralf Schumacher. Und er hat noch einmal, kann man sagen, deutlich nachgelegt und eben auch noch mal Christian Horner in aller Deutlichkeit kritisiert. Und er hat in einem Interview nämlich Folgendes gesagt: Wie die Angelegenheit geklärt wurde, ist extrem unglücklich. Es ist bis heute nichts transparent gemacht worden. Es gab kein Statement von der Frau, es gab kein richtiges Statement von ihm. Es gab eine interne Untersuchung, aber das kann ja alles bedeuten. Und auch was er ihm vorwirft, dass Christian Horner bislang, Zitat, nicht in der Lage sei, etwas klarzustellen, weil, und das kritisiere Ralf Schumacher ebenso, er sich immer auf die rechtliche Ebene berufe und sagt weiter, er hat aber genug Zeit, sich und seine Familie als Opfer darzustellen. Das finde ich schwierig. Er ist immer noch der Überzeugung davon, dass Christian Horner eben zurücktreten solle und er sagt weiter, und ich bin der Meinung, er wird auch zurücktreten. Ich glaube nicht, dass er das übersteht. Bei Red Bull ist zu viel zerbrochen, zu viel kaputt gegangen und führt weiter noch aus, es passiert noch viel im Hintergrund. Es werden noch einige Dinge kommen. Das Fahrerlager spricht darüber. Ja, und gerade auch intern habe Horner laut Ralf Schumacher, Zitat, inzwischen eine ganz, ganz schwierige Position. Es kann ja auch nicht in Horners Sinn sein, dass ein so erfolgreiches Team jetzt wegen einer Person zerbricht. Und hat ihn in diesem Zusammenhang auch nochmal an seine Verantwortung erinnert, die er eben auch im Rahmen seiner Tätigkeit als Teamchef eben auch habe. Und sagt, er muss auch daran denken, dass eben Red Bull 20 Jahre lang eine super Plattform geboten hat. Es ist jetzt an der Zeit, es zu lassen. Ja, dass der Druck immer größer wird, zeigt sich vor allem auch an dem Umstand, dass nämlich gerade auf dem für Red Bull wichtigen US-Markt es möglicherweise zu einer schwerwiegenden Problematik für Red Bull kommen könnte, denn der US-Handelsriese Walmart, der beabsichtigt, in seinen Läden künftig Red Bull nicht mehr zu verkaufen. Ja, bis dato gibt es natürlich viele Berichte eben. Wir hatten ja am vergangenen Wochenende ja auch sehr ausführlich darüber berichtet. Es stand ja kurz davor, dass Helmut Marko ja selber zurücktrete. Es war auch von einer Suspendierung zu der Rede. Oliver Minzlaff, der CEO, der reiste extra nach Saudi-Arabien und führte ein klärendes und gutes Gespräch, wie Helmut Marko anschließend selber dann auch zugab und besänftigte die beiden Parteien, weil eben auch Max Verstappen klar zum Ausdruck gebracht hat, dass sein weiterer Verbleib beim Team auch von der Person Helmut Marko abhänge und er deutlich gemacht habe, ohne Helmut Marko haben wir hier in diesem Team ein Problem. Was nichts anderes heißt wie, ohne Helmut Marko bleibe ich nicht bei Red Bull. Ja, und Christian Horner, der, wie auch Ralf Schumacher kürzlich nämlich sagte, der habe vor allem auch am vergangenen Donnerstag eine inszenierte Show bei der Pressekonferenz der Teamchefs wiederum einmal mehr abgeliefert und ganz zentral stand er mit seiner Person im Vordergrund und nicht das sportliche Geschehen. Und so gab es auch, kann man fast schon sagen, etwas dumme Gesichter von Mike Krack und auch von James Walls, den beiden Teamchefs von Aston Martin und Williams, die nämlich überhaupt nicht wirklich zu Wort kamen und die sich die Journalisten eher um die ganze Causa um Christian Horner interessiert hatten und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Es soll ein Umdenken bei den Thailändern stattgefunden haben, aber eine finale Entscheidung steht immer noch aus.
Ja, soweit für den Moment hier bei uns in dieser Sendung. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Felipe Massa hat nun endlich das wahrgemacht, was er vor vielen Monaten bereits angedroht und angekündigt hatte, nämlich offiziell Klage einzureichen. Jetzt nun gegen drei Parteien, eben der FOM, der FIA und gegen Bernie Ecclestone. Darüber hinaus ist es unklar, ob Carlos Sainz beim nächsten Grand Prix in Australien schon wieder im Cockpit sitzen könne. Und eben ja, die Kritik, diese ziemlich harte Kritik auch von Ralf Schumacher und dieser, so, wie ich finde, sehr zentrale Satz, wie er Christian Horner eben beschuldigt, dass er sich und seine Familie als Opfer darstellt. Dem kann man eigentlich nur beipflichten, aber das sind schon harte Worte, die der heutige Sky-Experte da geäußert hat. Wenn es Neuigkeiten in diesen Fällen gibt, natürlich erfahrt ihr sie logischerweise bei uns. Deswegen gerne Daumen hoch und falls ihr noch nicht abonniert habt, das gerne nachholen. Aber auch gerne unseren kostenlosen WhatsApp-Kanal abonnieren, denn da gibt es natürlich auch Formel 1 News und wir weisen euch natürlich auch auf neueste Videos, neueste Sendungen hin hier von Champ One. Und nochmal der kleine Programmhinweis, die Doku zum Singapur Grand Prix, zu diesem Skandal in Singapur 2008, sowie die dazugehörige Talksendung mit dem Fachanwalt für Sportrecht Dr. Schneider, eben alles bei uns hier auf YouTube und natürlich auf champone.de. Das war's für den Moment. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Champ One zeigt's allen.